Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereny, medialer Energetiker aus dem wundervollen Linz und ich habe heute ein interessantes Thema und eine interessante Übung mitgebracht. Und zwar geht es heute um Trost und um Verständnis. Jetzt ist vielleicht das Erste, was dir da einfällt zum Thema Trösten. Na, vielleicht hat dich mal deine Mutter in den Arm genommen und tröstet dich oder mal die Großmutter in den Arm genommen und tröstet dich. Und hat dir auch Verständnis entgegengebracht. Aber das ist natürlich auch was man als Erwachsener braucht. Und zwar, natürlich haben wir diesen inneren Kindanteil in uns, der womöglich manchmal ungetröstet ist oder sich unverstanden fühlt. Also auf dieser Ebene, auf dieser inneren Kindebene heute geht diese Reise rein. Aber auf der anderen Seite auch auf der Erwachsenenebene dieses Gefühl, ich bin verstanden und ich finde auch Trost und ich finde auch Halt. Das ist auch was ein Gefühl, das man aus sich selbst generieren sollte. Denn dann hört man auf, dieses Verständnis oder diesen Trost auch bei anderen zu suchen oder von anderen zu erwarten. Ist natürlich cool, wenn man es kriegt und ist auch schön, wenn man es kriegt, aber das ist ja nicht selbstverständlich, dass man es bekommt. Und deshalb ist es auch gut, diesen Trost, dieses Verständnis aus einem selbst zu generieren. Und da werden wir heute eine Übung dazu machen. Wir werden damit da bei dieser Übung wieder mal so mit geistigen Helfern und Führern arbeiten, die ja im Prinzip nichts anderes sind als Bilder, dass wir diese Qualitäten in uns aktivieren können. Das heißt, wenn ich jetzt sage, jetzt kommt ein Engel zum Beispiel, dann ist das nur in so einem Bild, das dir hilft, diese nötige Qualität in dir zu aktivieren und dann inspiriert zu sein und so kannst du dann immer mehr und mehr in deine Kraft kommen, beziehungsweise auch das, was man sich halt anschaut. Und im heutigen Fall eben Trost und Verständnis. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wo uns diese Reise heute hinführt. Und dann lade ich dich da ein, mitzumachen. Du kannst natürlich jetzt gleich mal gerne deine Augen schließen. Und dich mal ganz entspannt hinsetzen oder hinlegen, wie auch immer. Und dann atmest du mal tief ein. Und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Und wir starten gleich mit der Lösung eines Glaubenssatzes. Niemand versteht mich wirklich. Niemand versteht mich wirklich. Oder niemand versteht mich eigentlich. Oder ich werde nie verstanden. Und du machst dir jetzt mal diesen Satz so bewusst, dieses Elemental. Und du erlaubst dir, dass jetzt dieser Satz einfach mal transformiert wird. Und transformiert heißt, der löst sich auf. Das ist so, wie wenn du am Computer einfach die Delete-Taste drückst. Das heißt, du hast etwas eingeschrieben, niemand versteht mich wirklich und du drückst auf Delete und die Worte und Buchstaben verschwinden. Bis vor dir eigentlich nur ein weißes Blatt Papier ist. Und das ist wichtig und gut, dass du jetzt neutral bist und keine alten Enttäuschungen dich lenken. Und du gestattest dir jetzt, (kühlt)
dass dieses weiße Licht, diese weiße Energie, die du vielleicht vor dir auf dem Computerbildschirm oder auf diesem Blatt siehst, auf dieser Blattdarstellung, dass die auch durch dich hindurchfließt. Und du bist jetzt mal von Kopf bis Fuß in weißes Licht gehüllt. Und eine tiefe, tiefe Reinigung findet statt. Und du spürst, dass du dich auf allen Ebenen entspannst. Sodass auch auf den anderen Ebenen womöglich das Echo oder die Wiederholung dieses Glaubenssatzes gelöscht werden kann. Niemand versteht mich auf der emotionalen Ebene, also auf der Herzensebene, auf der sozialen Ebene, der Solarplexus-Ebene, auf deiner Gedankenebene wird gelöscht. Und du spürst jetzt, wie du freier wirst und noch ein Stückchen leichter. Und dass dieses Niemand versteht mich jetzt absolut aus deinem Leben verschwindet, dieses Programm. Ein für allemal. Und damit ändert sich jetzt auch deine Position der geistigen Welt gegenüber. Du erhältst jetzt Zugang zu deinen geistigen Helfern und Führern, zu deinen Kolleginnen und Kollegen auf der geistig-spirituellen Ebene. Du spürst, dass unzählige feine Inspirationskanäle aufgehen in deinem Energiefeld, die in einem ständigen Austausch stehen. Die geistige Welt mit der konkreten Welt. Dein geistiges Ich und dein konkretes Ich steht in einem ständigen Austausch. Du kannst es dir auch so vorstellen, dass dein Seelenlicht und dein Körper durch diese Kanäle verbunden sind. Also du als geistiges Wesen bist durch diese Kanäle mit der Materie verbunden und deine unendliche, unsterbliche Seele, dein unsterbliches Licht inspiriert so jede Faser deines Daseins. Und du siehst dich in diesem Augenblick als unendliches Lichtwesen. Und du spürst, dass diese Wahrnehmung
alle Verkettungen, alle Verwicklungen mit der konkreten Materie auflöst. Du spürst, dass du frei und immer freier wirst. Je mehr diese feinstofflichen Kanäle mit deinem Seelenlicht erfüllt sind, und du erlaubst dir, dass dieses Seelenlicht ganz besonders auf die Stellen hinfließt, wo du vielleicht Schatten oder Lücken in deinem Energiefeld wahrnehmen kannst. Verkettungen, Verstrickungen, Erschöpfungen. Missverständnisse, Fehlkommunikation, aber auch Kränkungen, Unverschämtheiten verlassen jetzt dein Energiefeld und du nimmst dich als heiles, unendliches Wesen wahr. Und du spürst eine tiefe, unendliche Liebe und Dankbarkeit. Und vor allem fließt dieses Licht jetzt ganz tief und ganz besonders zu den Stellen in dir und in deinem Körper, wo du das Gefühl hast, noch nie verstanden worden zu sein. Und dort kommt ganz viel Liebe und Verständnis hin. Vielleicht ist es dein Herz, dein Magenverdauungstrakt. Vielleicht ist es deine Hüfte, dein Becken, deine Geschlechtsorgane. Vielleicht sind es deine Füße. Egal was es ist, es fließt da jetzt einfach dieses unendliche Verständnis rein. Und du spürst, wie weich, vertraut und unendlich geliebt du bist. Und in diesem Augenblick fühlst du dich auf all deinen Ebenen verstanden. Atme jetzt tief ein und wieder aus. Und erlaube dir, dass dieses Verständnis sich jetzt absolut in deinem Leben manifestiert. Und nun ist es an der Zeit, auch Trost einzuladen, getröstet zu werden,
Und Trost ist kein Zeichen von Schwäche, sondern Trost ist ein Zeichen, dass du unendlich geliebt bist und dass du dieser Liebe auch vertraust. Und auch wenn dir das jetzt ungewöhnlich vorkommt, dann arbeiten wir einfach mit einer Farbe, und das ist so ein helles, so Türkis mit Mintfarben eigentlich, also so Türkis Mint. Und dieses Türkis Mintfarbene dringt jetzt mal in deinen Kopf ein und reinigt jetzt zuerst einmal deinen Kopf, dein Gehirn, deine Sinne. Und es fließt weiter. Die Halswirbelsäule und Schultern entlang in dein Herzzentrum, Halszentrum, es reinigt vor allem auch deine Nieren, die Wirbelsäule, den Verdauungstrakt, die Leber, Milz, Bauchspeicheldrüse, und fließt dann weiter Magen, Dünndarm, Dickdarm. Weiter in deine Geschlechtsorgane, in die Blase, Harnleiter, und dann über deine Hüfte, in die Oberschenkel, Knie, Fußgelenke, bis hinunter in die Erde. Und das ist jetzt die Energie des Trostes, die du absolut zugelassen hast. Und atme jetzt mal diese Energie tief ein und wieder aus. Und mach sie dir in deinem Leben auch wirklich bewusst. Spüre, dass diese tröstende Energie jetzt in dir zu wirken beginnt. Und spür mal ganz klar den Unterschied zu einem einfach Beruhigen eines Kindes. Ist ja alles gut, ist ja nicht so schlimm. Wo eigentlich mehr der Stress schon der Eltern mitschwingt. Sondern spür mal, was es wirklich heißt, getröstet zu sein.
Und dieser Trost erwächst aus unendlich vielen Seelen, die alle schon auf der Erde gewandert sind und die alle sehr ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie du sie gemacht hast, und die aber diese Erfahrungen gelöst haben oder hinter sich gelassen haben. Und das ist so quasi wie ein Expertenpool an Energie. Und zu dem hast du jetzt Zugang. Und deshalb ist es auch keine weichere Energie, sondern es ist eine Energie, die dich ein bisschen nach vorne bringt. Verständnis öffnet dich und der Trost gibt dir einen leichten Push nach vorne, einen leichten Impuls weiterzugehen. Nicht zu verweilen. Und du gehst jetzt ganz bewusst mal ein, zwei Schritte nach vorne. Stell dir mal vor, du stehst auf und gehst ein, zwei Schritte nach vorne und lässt alles hinter dir. Und spür mal, wie frei und wie du voller Energie bist. Und jetzt atme mal tief ein. Und wieder aus und tief ein. Und wieder aus. Und spüre, dass du jetzt absolut klar bei dir bist. Und dass du absolut klar auch mit allem Wesentlichen verbunden bist. Dass es keine Abgrenzung gibt, du und die anderen, dass es da keine Trennlinien gibt. Aber dass du zu 100% bei dir bist, dass dein Wesen verstanden ist, dass dein Handeln verstanden ist, dass deine Wünsche verstanden sind und dass du auch vor allem deine eigenen Ängste, Sorgen, Wünsche, Hoffnungen verstehst. Und aus diesem Verständnis erwächst der Trost. Und dieser Trost bringt dich weiter. Und du atmest dieses Bewusstsein nochmal tief ein. Und wieder aus. Und nochmal tief ein. Und wieder aus. Und du spürst, dass die Reise weitergeht. Du spürst, dass du innerlich sicher und ruhig bist, aber auch absolut flexibel, flexibel nach vorne zu gehen. Und auch wenn du vielleicht Zeiten erlebst, wo du das Gefühl hast, man kann gar nichts mehr verstehen, weil sie schon so exzentrisch sind. Dann bist du absolut bei dir verstanden und getröstet. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und dann streck dich mal durch, beweg deinen Körper. Spür diese Energie. Und bedank dich bei deinem Seelenlicht, bedank dich bei den geistigen Helfern und Führern und bei der Energie des Trostes, die du jetzt vielleicht mal auf eine andere, neue Art und Weise kennengelernt hast. Und spüre,
dass jetzt, hier und heute Heilung geschehen ist. Und dann komm ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und öffne deine Augen. Lass nochmal ein bisschen nachwirken und bedank dich nochmal. Du kannst diese Reise natürlich immer wieder wiederholen und das Wesentliche ist nur mal, vielleicht merkst du dir auch diese bisschen so diese Farbimpulse. Das ist jetzt keine Wissenschaft, das ist jetzt nicht in einem Buch geschrieben, das ist jetzt einfach nur eine Qualität, eine gewisse Qualität, Schwingungsqualität, die dir helfen soll, da diese Qualitäten, Verständnis und Trost ein bisschen mehr wahrzunehmen und zu verinnerlichen. Schön, dass du heute dabei gewesen bist. Der Kanal hat jetzt schon über 600 Abonnenten und ich möchte Danke sagen an die Community, danke an diese ganzen tollen Impulse, die ich immer kriege und Themen für Videos. Also bitte weitermachen, schreib es mir in die Kommentare, einfach Anregungen, wenn du Themen für Meditationen hast oder wo ich einfach mal ein Video drüber machen soll. Und ja, vielleicht sieht man sich ja mal live bei einer Sitzung oder bei einem Workshop. Ich bin Oliver Ereny, medialer Energetiker mit Energetik, die wirkt. Und ich sage danke und tschüss.